Hey Freunde, willkommen zurück. Severin Giesbein hier, Juwelier Alter. Ich freue mich, dass ihr einschaltet zu dieser 35. Alter-Sprechstunde, oder ich sollte vielleicht besser sagen, zu dieser zweiten Alter-Sprechstunde über den 35. Sekundenstopp. Ihr habt es wahrscheinlich ja mitbekommen, ich habe jetzt mein eigenes Format hier auf unserem YouTube-Kanal und werde mit euch alle zwei Wochen über das sprechen, was ich den Membern unserer Community per Sekundenstopp-Mail in ihr Postfach bereits am Montag geschickt habe. Falls ihr da noch nicht abonniert seid, kann ich euch das unbedingt empfehlen. Klickt unten in der Videobeschreibung auf den Link, meldet euch an bei unserer Community, verpasst nichts mehr aus der E-Industrie. Ich gebe mir wirklich Mühe, euch alle zwei Wochen, also auch kein Spam, einen übersichtlichen Einblick in die Welt der Luxusuhren und auch der Einsteiger-Luxusuhren zu geben, sodass da für jeden was dabei sein dürfte. Und heute sprechen wir über die Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst uns direkt anfangen. Bevor wir natürlich anfangen, ihr habt mich unter dem letzten Video darauf hingewiesen, Wristcheck, heute am Arm, meine Sinn EZM 3F, ich blende sie euch hier auch nochmal ein bisschen in größer ein. Es ist meine neueste Akquisition, ich könnte zufriedener nicht sein und einige von euch hatten auch nach einem detaillierteren Review gefragt, das soll auf jeden Fall kommen, das habe ich in der Pipeline und werde euch das im Verlaufe der nächsten Videos auch im Rahmen der Sprechstunde vorstellen und warum das für mich momentan die absolut perfekte Uhr ist. Die erste Uhr, über die ich heute mit euch reden möchte, ist eine neue Zenit. Zenit ist ja ein super großer Name in der Uhrenindustrie, gehören zur LVMH-Gruppe, haben deswegen ordentlich Manpower und auch finanzielle Möglichkeiten im Rücken, werden von Jean-Claude Biver gemeinsam mit Bulgari Tagheuer und auch Hublot quasi digital co-gemanagt, co-vertrieben und haben dementsprechend die Möglichkeit, wirklich hochkarätige Kollaborationspartner an ihre Seite zu holen, um so Uhren zu schaffen, die wirklich etwas ganz, ganz Besonderes sind. Im Falle der neuen Zenit DeFi El Primero Felipe Pantone Limited Edition ist es, wie der Name vermuten lässt, Felipe Pantone. Da die Uhr an sich, bis natürlich auf das, was Felipe Pantone mit ihr angestellt hat, gar nicht so besonders ist, sondern in der Basis eine Zenit DeFi El Primero benutzt, möchte ich gar nicht so genau auf die Uhr als solche eingehen, sondern mich vorrangig dem widmen, was Felipe Pantone als Künstler mit dieser Uhr angestellt hat und in Zusammenarbeit mit Zenit auf die Beine stellen konnte, um diese limitierte Edition zu etwas wirklich Besonderem zu machen. Ganz zu Beginn macht es Sinn, die Hiobsbotschaft direkt rauszufeuern und das ist, dass die Uhr auf 100 Stück limitiert ist und knapp an die 20.000 Euro kostet. Es wird also schwierig sein, die leider mal live in die Hände zu bekommen, deswegen müssen wir uns mit Fotos begnügen. Ich versuche davon so viele wie möglich hier für euch einzublenden, dass ihr genauso wie ich daran teilhaben könnt und die Uhr genießen könnt. Vorweg, mir noch persönlich ganz wichtig zu sagen, dass ich das wirklich richtig gut von Zenit finde, dass sie sich nicht zu schade sind, trotz ihrer Größe, ihrer Reputation und trotz der hohen Absätze, die sie wahrscheinlich trotzdem auch ohne irgendwelche Special Editions haben, die extra Meile zu gehen, sich aktiv nach Künstlern umzusehen, die in das Designkonzept von Zenit passen könnten und einfach Sachen auf die Beine zu stellen, die halt für Marketingzwecke nicht unbedingt nötig gewesen wären, aber einfach ein super cooles Gimmick für die Leute, die interessiert sind, für die Leute, die den Künstler kennen auf der einen Seite oder die Zenit schätzen auf der anderen Seite oder vielleicht sogar beides gemeinsam. Das ist keine Selbstverständlichkeit, Zenit müsste das nicht machen und ich finde das super cool, dass sie sich da echt nicht so schade für sind. Wir haben es schon gesehen an der Zenit Ultraviolet, die letztes Jahr vorgestellt wurde. Es war auch ein sehr, sehr polarisierendes Modell, auch das ungewöhnlich. Zenit hat die Pink Line herausgebracht, ja, eine Reihe knallpinker Uhren, auch nicht wirklich typisch für einen Uhrenhersteller von diesen Prestige und Traditionen. Aber das, finde ich, macht Zenit, für mich zumindest, wirklich, wirklich sympathisch. Ihr könnt mir gerne mal verraten, wie seht ihr das? Findet ihr das eher, ja, ist das cool, ist das aufregend, wenn halt alteingesessene Uhrenunternehmen versuchen da modern mitzugehen, die Fühler ausstrecken nach Kollaborationspartnern oder sagt ihr eher, na, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Macht lieber coole Uhren, macht gute Uhren von Qualität und überlasst die limitierten Sondereditionen mit Künstlern oder Grafikern lieber den jüngeren und moderneren Marken. Lasst es mich unbedingt gerne wissen, würde mich brennend interessieren. Wie schon angesprochen, möchte ich unbedingt darauf eingehen, was Felipe Pantone künstlerisch mit der Zenit angestellt hat. Und um darauf präziser eingehen zu können, muss man natürlich erstmal ein bisschen verstehen, was Felipe Pantone als Künstler überhaupt auszeichnet.
Als Hintergrund, der junge Mann hat einen argentinisch-spanischen Hintergrund, lebt derzeit in Valencia, also in Spanien, und hat dort auch Kunst studiert und hat sein Kunststudium mit einem Fine Art Degree abgeschlossen. Ursprünglich, so wie viele moderne Künstler, kommt er aus dem Graffiti und hat während seiner Jugend viel, viel Zeit vor Spielkonsolen, vor Gameboys, vor Computern und natürlich auch vor dem Fernseher verbracht. Was noch wichtig wird, denn das hat ihn zu seinem künstlerischen Schaffen, so wie er es heute praktiziert, maßgeblich inspirieren können. Denn was natürlich diese ganzen digitalen Bildschirme verändert haben, verglichen mit der Zeit, wo es diese eben noch nicht gab, ist die Wahrnehmung von Farben und die Wahrnehmung von Licht. Und das war etwas, was Filippo Pantone von Anfang an fasziniert hat. Und er hat dieses auch von Anfang an in seine Kunst mit einfließen lassen. Kontraste, Komplementärfarben, Linien. Das ist alles, was er benutzt, um Spiele zwischen verschiedenen Farben zu schaffen, um Dynamik in seine Kunst zu bringen. Und das hat er sich maßgeblich von TVs, Videospielen und Serien, die er gesehen hat, abgeschaut. So sagt er zumindest. Auch geht er immer wieder darauf ein, dass Farbe nur bestehen kann, wenn es Licht gibt und Licht die Grundlage für existierendes Leben ist. Und dass er deswegen Licht, Farbe und Leben ganz unablösbar miteinander verbunden sieht. Und das finde ich einen wirklich interessanten Ansatz, denn in seinen Grafiken, in seinen Kunstwerken, das werdet ihr gleich auch noch sehen, geht es vor allen Dingen um Leben. Es geht darum, dass das Ganze lebendig wird, es geht darum, dass das Ganze dynamisch wird, dass das Ganze flüssig erscheint. Und da, denke ich, trifft er auch den Nagel auf den Kopf. Und das ist auch ein Konzept, das war mir vorher gar nicht so vertraut. Das Konzept, dem Filippo Pantone sich in seiner Kunst bedient, ist der sogenannte Moiré-Effekt. Dieser Moiré-Effekt sorgt nämlich dafür, dass Linien in Kontrastfarben, wenn man sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, dynamisch und beweglich erscheinen. Und das, wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, wird euch gleich auch auffallen, wenn wir uns vor allen Dingen das Zifferblatt der neuen Zenit mal etwas genauer angucken. Zum Hintergrund der Kollaboration von Pantone und Zenit kann man außerdem sagen, dass sich deren Wege schon 2020 gekreuzt haben. Da wurde Philippe Pantone nämlich angeheuert, die Fassade von Zenits Hauptsitz in Le Locle zu gestalten und hat sich da anscheinend etabliert und hat sich da beweisen können, sodass Zenit ihm jetzt eine eigene Uhr in eigener Serie gewidmet hat. Besonders spannend ist auch, und das rechtfertigt vielleicht so ein klein bisschen den Preis, aber vor allen Dingen halt die Limitierung dieser Uhren, dass die Materialien und auch die Abläufe im Werk von Zenit, die es für diese Uhr benötigt hat, vorher nicht existiert haben. Das heißt, zum Herstellen dieser Uhr mussten neue Produkte entwickelt werden, neue Maschinen entwickelt werden und es mussten neue Verfahren entwickelt werden, um die Konzepte von Filippo Pantone auf wirklich dieser ungewöhnlich kleinen Fläche umsetzen zu können. So wurde es zum Beispiel geschafft, mit Hilfe von einer PVD-Beschichtung auf Silikonpartikelbasis wirklich fließende Farbverläufe zu erzielen, was vorher einfach nicht möglich gewesen wäre. Dabei ist besonders cool, dass, obwohl diese Verfahren standardisiert sind, keine Uhr der anderen exakt gleicht, weil es halt eben nie komplett reproduzierbar ist. Somit ist selbst unter diesen streng limitierten 100 Uhren jede einzelne ein Unikat. Vielleicht jetzt ein bisschen was zu den Abmaßen der Uhr. Das klassische Zenit DeFi tourneauförmige Gehäuse ist 44x50mm im Durchmesser, trägt sich aber dank des integrierten Armbands deutlich kompakter. Ich hatte das Glück, verschiedene DeFi-Modelle auch selber schon am Arm gehabt zu haben und war immer erstaunt darüber, wenn die Händler, die Verkäufer, die Kollegen mir gesagt haben, ja, das sind die Maße, und für mich selber diese Uhr sich immer deutlich kleiner getragen hat. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, spielen neben Farbverläufen auch Linien und vor allen Dingen sich kreuzende Linien in den Designs von Filippo Pantone eine entscheidende Rolle. Die finden wir sowohl auf dem Zifferblatt, wenn ihr euch die Chronographenregister anschaut, als auch auf der lasergravierten Lünette aus schwarzer Keramik, die übrigens genau wie das Gehäuse aus schwarzer Keramik besteht, und sich sogar interessanterweise in die Struktur des Kautschukarmbands fortsetzt. Das Kautschukarmband mündet übrigens in eine Faltschließe, die, um den roten Faden in der Optik beizubehalten, mit schwarzer PVD beschichtet wurde. Jetzt kommen wir bei einer El Primero wahrscheinlich aber nicht ganz daran vorbei, doch über das Uhrwerk zu sprechen. Im Inneren schlägt nämlich das bewährte Kaliber El Primero 9004. Das Hauptwerk schlägt dabei mit einer Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde, das sind umgerechnet 5 Hertz, während die Hemmung eigens für den Chronographenzeiger sogar mit sagenhaften 360.000 Halbschwingungen pro Sekunde arbeitet und somit 50 Hertz
Schlagfrequenz bzw. Amplitude auf die Bühne bringen kann. Das ist natürlich absolut beeindruckend und resultiert in dem Ergebnis, dass der Chronographensekundenzeiger einmal pro Sekunde um das Zifferblatt fliegt und so mit Hilfe der Lünette gewährleistet, dass der Träger oder die Trägerin eine Hundertstel Sekunde mit dem Chronographen stoppen kann. Um diese uhrmacherische Meisterleistung, kann man schon fast sagen, bewerkstelligen zu können, besteht das El Primero Kaliber 9004 aus sagenhaften 293 Teilen. Jetzt bin ich aber natürlich gespannt, wie findet ihr die Uhr und wie findet ihr, ist die Kollaboration mit Felipe Pantone innerhalb der Zenith DeFi El Primero gelungen? Für unseren ersten Beitrag der Rubrik Kurz gesagt, in dem ich euch andere spannende Geschichten der Uhrenindustrie ein bisschen kompakter näher bringe, befassen wir uns mit Audemars Piguet und ihrer wohl beliebtesten Uhr, der Royal Oak. Ziemlich passend zum St. Patrick's Day, das ist ein irischer Feiertag zugunsten des irischen Bischofs Patrick, der als erster christlicher Missionar in Irland gilt, hat Audemars Piguet eine überarbeitete Version ihrer Royal Oak 15202 auf den Markt gebracht, diesmal ohne das Grand Tapisserie, also das gewaffelte Ziffernblatt, sondern mit einem uniformen Ziffernblatt mit einem beeindruckenden Sonnenschliff und einem Farbverlauf, und zwar in dunkelgrün. Bei der 15202 handelt es sich um die Royal Oak Jumbo. Das ist mit das meistverkaufteste oder vielleicht das begehrteste Modell von Audemars Piguet in 39mm Edelstahl. Jetzt kommt diese Uhr in dieser nicht limitierten Sonderedition, dazu sage ich aber gleich auch nochmal was, in Platin daher und kostet dementsprechend 90.000 Euro. Somit ist sie natürlich indirekt für die meisten Leute sowieso limitiert. Ich habe aber aus einer ziemlich guten Quelle erfahren, dass die Uhr auch nur in sogenannten Audemars Piguet Häusern in den Verkauf geht. Das ist so eine Mischung aus eine Lounge und eine Boutique, also es ist nicht wirklich eine Boutique Edition, sie ist schon zum freien Verkauf zu haben, allerdings nur in besonderen Verkaufsstellen von Audemars Piguet selber. Dies war allerdings nicht die einzige Neuvorstellung von Audemars Piguet innerhalb der letzten 14 Tage, und was sich durch alle neu vorgestellten Modelle durchgezogen hat, ist der Farbcode. Alle Modelle weisen ein grünes Zifferblatt auf, zumindest die der regulären Royal Oak Kollektion. Zusätzlich wurden noch Offshore-Modelle vorgestellt, das ist ja so ein bisschen die Hightech-Sportuhr von Audemars Piguet, die natürlich im Design der Royal Oak logischerweise sehr, sehr ähnlich ist, deswegen auch die Namensverwandtheit. Die kommt mit einem grünen Zifferblatt, trotz dessen aber auch mit einem grauen und einem marineblauen. Wir finden also neben der 15202, also der Royal Oak Jumbo mit dem glatten Sonnenschliffzifferblatt in grün und dem Chronographen in Gold, lediglich drei weitere Modelle mit Tourbillon und alle ebenfalls aus Edelmetall mit oder ohne Diamantbesatz. Man kann also sagen, als Audemars Piguet-Sammler will man sich an jedem Modell der neuen Kollektion vergreifen, bestimmt einiges an Geld los. Als nächstes kommen wir zu einer Marke und einer Uhr, die mir persönlich besonders am Herzen liegt, und das ist Hamilton. Und das liegt nicht nur daran, dass wir bei Alte natürlich Hamilton vertreiben und unsere Kunden und Klienten super begeistert sind von den Uhren von Hamilton, sondern weil ich für unsere Website auch ausführliche Texte für Hamilton und ihre Uhrenkollektion geschrieben habe und dabei wirklich tief in die reichhaltige Historie von Hamilton eintauchen durfte. Und da ist mir die Marke richtig ans Herz gewachsen. Es ist wirklich eine alteingesessene Marke, super tiefgehende Geschichte, total spannend, und ich kann jedem da empfehlen, mal reinzulesen und sich ein bisschen schlau zu machen. Umso spannender finde ich es dann natürlich persönlich, wenn Hamilton sich bei Neuvorstellungen ihrer alten Modelle besinnt. Und so war es auch in diesem Fall. Hamilton präsentiert uns nämlich ihren neuen Intramatic Chronograph H oder Intramatic Chronograph H. Das ist an sich kein neues Modell, den Intramatic Chronograph, den gab es schon, allerdings als Automatikvariante. Das H hinter dem Namen steht nun für Handwound oder auch Handaufzug und macht diese Uhr noch ein kleines bisschen ursprünglicher. Das heißt, ihr kommt der uhrmacherischen Tradition von Hamilton, genau wie von allen anderen Uhrenherstellern, natürlich ein bisschen näher, indem die Uhren mit einem Handaufzug versehen werden, so wie das natürlich früher vor der Erfindung und Einführung der automatischen Uhrwerke mit Aufzugsrotor schon immer gewesen ist. Besonders gut gefällt mir das B-Compax, also das 2-Chronographen-Register-Layout und die erhabenen Pumpendrücker für den Chronographen. Das gibt dem Ganzen so einen richtig schönen Vintage-Charme und knüpft auch daran an, was ich euch in der letzten Ausgabe der Alter Sprechstunde schon gesagt habe, nämlich dass momentan
Vintage Re-Editions bei allen Herstellern ziemlich im Kommen sind und sich riesengroßer Beliebtheit erfreuen. Mit einem Preispunkt von 1.895 €, finde ich, ist diese Hamilton auch ein absolutes Preis-Leistungswunder, denn ihr bekommt eine alteingesessene Marke, die jetzt der Swatch Group gehört, und im Innern schlägt ein Werk, was ebenfalls von Mitgliedern der Swatch Group entwickelt wurde, also ein durchaus rundes Komplettpaket. Passend zu meinem Wristcheck heute geht die nächste Story um Sinn. Genauer gesagt um die Sinn U1. Die Sinn U1 ist ein sehr beliebtes Tauchermodell von Sinn, was wirklich Vollblut Sinn verkörpert. Denn diese Uhr besteht aus U-Boot-Stahl, wirklich deutschen U-Boot-Stahl, und ist dank Sinns innovativer Tegament-Technologie so gut wie unzerkratzbar. Zudem ist sie dank dieser robusten Bauweise und moderner Dichtungssysteme 1000 Meter wasserdicht. Nun ist auch diese Uhr nicht wirklich etwas Neues, die hat Sinn schon einige Zeit im Sortiment. Was diese limitierte Edition jetzt allerdings besonders macht, ist das Zifferblatt. Jedes dieser Zifferblätter hat nämlich durch die Art der Bearbeitung einen völlig individuellen Schliff, und alle der 500 limitierten Uhren sehen somit minimal unterschiedlich aus und sind so, wie auch schon bei Zenith der Fall, eigentlich Unikate. Eine verschraubte Krone, sehr sorgsam entspiegeltes Saphirglas und eine durch Schrauben gehaltene Lünette, die diese Lünette unverlierbar machen, sind inzwischen schon zu Sinns Standardrepertoire zu zählen, aber trotzdem ein nice to have. Der Preispunkt dieser Uhr liegt bei 2.500 € und sie ist auf der Website von Sinn erhältlich. Die nächste Uhr, um die es gehen soll, ist die Oris Aquis. Die Oris Aquis ist mir seit meiner Zeit bei Altair und auch schon vorher, seit ich mich mit Uhren befasse, wirklich mehr und mehr ans Herz gewachsen. Ich finde es eine absolut tolle Kollektion, es ist eine super Wahl im Einsteiger-Taucherbereich, und so kommt auch diese neue Oris Aquis mit dem kirschroten Zifferblatt und der sandgestrahlten Lünette wirklich, wirklich schick daher. Lünette und Zifferblatt ergänzen sich in meinen Augen wirklich gut und geben der Uhr so ein bisschen das gewisse Etwas, wenn man drauf guckt. Zwar ist im Inneren nicht das neue Oris Kaliber 400 verbaut, man muss in Anführungsstrichen mit einem Standardwerk vorlieb nehmen, aber trotzdem, diese Uhr ist 300 Meter wasserdicht, verschraubte Krone, entspiegeltes Saphirglas, robuste Bauweise, wie man es von Oris kennt, und ist somit, denke ich, immer eine Empfehlung wert. Wer auf diesen etwas speziellen, aber besonderen Look steht, der ist für 2000 Schweizer Franken im Geschäft. In meiner nächsten Story geht es um den japanischen Traditionshersteller Citizen. Citizen ist einer der wenigen Uhrenmarken, die auch vielen Menschen außerhalb unseres kleinen, kompakten Uhrenkosmos ein Begriff ist, und das hauptsächlich wegen ihrer Taucheruhren mit EcoDrive. EcoDrive ist eine Technologie, bei der sich die Batterien der Uhren über Solarzellen im Zifferblatt selber wieder aufladen. Deswegen sind sie vor allen Dingen bei Tauchern, ob Hobby- oder Profitauchern, sehr, sehr beliebt, denn so muss der Gehäuserücken nicht abgeschraubt werden, um die Batterie zu wechseln, und die Uhr büßt somit nichts an Wasserdichtigkeit ein. Die neue Citizen Series 8 Kollektion, die nun vorgestellt wurde und ab Herbst diesen Jahres, also 2021, erhältlich sein wird, geht aber ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar hat sich Citizen zusammen mit La Joue Perret hingesetzt und eigene automatische Uhrwerke entwickelt, die in diesen Uhren verbaut werden sollen. Exemplarisch habe ich euch hier die Citizen 870 mitgebracht. Diese wird, wie gesagt, ab Herbst 2021 für 2000 US-Dollar erhältlich sein und hat natürlich charakteristische Merkmale von der klassischen Stahl-Sportuhr, aber bringt auch viele eigene Designelemente mit, die diese Uhr eigenständig und besonders machen und, wie ich finde, eigentlich einen echt kleinen Hingucker, der vielleicht noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Wer also Interesse an so einer Uhr hat, für, wie ich finde, auch einen sehr, sehr guten Preispunkt, der sollte da die Citizen Series 8 Kollektion für Herbst 21 unbedingt im Auge haben. Für die nächste Geschichte bleiben wir bei den Sportuhren, und zwar bleiben wir bei Doxa. Doxa war in ihrem Ursprung eigentlich gar nicht als Sportuhrenmarke bekannt. Das hat sich allerdings im Jahre 1967 grundlegend geändert. In diesem Jahr wurde nämlich erstmals die Doxa Sub 300 vorgestellt, die heute wohl das ikonischste Modell aus dem Hause ist. Das kissenförmige Gehäuse mit den quietschroten Zifferblättern ist heute ikonisch und findet auch in der neuen Doxa Sub 300 Carbon Kollektion Verwendung. Wie der Name vermuten lässt, bestehen die Uhrengehäuse aus Carbon, genauer gesagt aus Forged Carbon, also geschmiedetem Carbon, die dem Ganzen eine wirklich organische Oberfläche und eine echt organische Struktur und Haptik verleihen und dabei in Kombination mit den mitgelieferten hochwertigen Kautschukbändern wirklich leicht am Arm ist. Erhältlich sind die Modelle dieser Kollektion in 7 verschiedenen Farben und Ausführungen, alle quietschbunt, wie man das von Doxa liebt und kennt, und kosten individuell 3.790 €. Auch über die nächste Geschichte berichten zu können, freue ich mich wirklich wahnsinnig, und zwar
wie einige von euch das vielleicht ja wissen, habe ich selber so ein Faible für Nachhaltigkeit in der Uhrenindustrie. Ich finde das immer super, wenn Uhrenhersteller auch da die Extrameile gehen, um unseren Planeten ein kleines Stückchen besser zu machen. Und genau das tut jetzt IWC. IWC hat sich nämlich nun entschlossen, im Rahmen ihres TimberTex-Programms Armbänder unter gleichem Namen für ihre beliebtesten Modelle auf den Markt zu bringen. Diese Modelle sind 4 an der Zahl und kommen aus der Ecke der Portugieser und der Portofino. Was genau macht jetzt also diese neuen Uhrenarmbänder so besonders? Naja, sie wurden in Zusammenarbeit mit, was ich persönlich richtig cool finde, einem traditionellen Papierhersteller in Italien konzipiert und entworfen und natürlich auch entwickelt und produziert. Und bestehen aus 80% nachhaltigem Papier und Pflanzenfasern aus Pflanzen, die nachhaltig in Europa gewachsen und abgeholzt wurden. Damit richtet sich IWC natürlich an Uhrenfans, die gleichzeitig auch Fans von Nachhaltigkeit und Innovation sind. Jedes dieser einzelnen Bänder kostet übrigens 155 US-Dollar. Und ich weiß gar nicht, wie ihr das seht, aber ich blende euch hier mal ein Modell ein, wenn ich es nicht schon getan habe. Und ich finde, sie stehen eigentlich ihren Artverwandten aus Leder in wenig nach. Ich finde, sie sehen sehr, sehr cool und gleichzeitig auch wirklich edel aus. In unserer nächsten Rubrik Gewinner der Woche, Verlierer der Woche habe ich dieses Mal glücklicherweise nur einen Gewinner für euch. Und ich weiß schon, was ihr wahrscheinlich bereits vor dem Video unten in die Kommentare geschrieben haben werdet, nämlich ob ich die neue Omega-Kollektion dabei habe. Die ist heute vorgestellt worden, an dem Tag, wo ich dieses Video aufnehme, und dementsprechend war sie nicht im Sekundenstopp und ich hatte jetzt natürlich auch nicht genügend Zeit, alle neuen Modelle genau zu recherchieren, möchte aber von den Bildern, die ich gesehen habe, gerne Omega als Gewinner der Woche hier für euch präsentieren. So viele coole Uhren dabei. Ich werde euch einige jetzt mal hier einblenden, dass ihr schon mal so einen kleinen Sneak Peek, so einen kleinen Eindruck erhalten könnt. Und ich verspreche euch, im nächsten Sekundenstopp werde ich ausführlich über alle neu vorgestellten Uhren von Omega berichten. In der nächsten Rubrik Schon gewusst bin ich auf ein Thema eingegangen, auf das ich im letzten Sekundenstopp bzw. in der letzten Sprechstunde zu sprechen gekommen bin und wo viele von euch mich gebeten haben, ob ich das nicht als separaten Beitrag jetzt nochmal bringen kann. Und zwar geht es um die Quarzkrise. Ganz kurz runtergebrochen für die, die von der Quarzkrise vielleicht noch nie was gehört haben. Man kann es niemandem übel nehmen. Es war verglichen auf die uhrmacherische Historie keine relativ lange Zeit, aber trotzdem eine, die einen erheblichen Impact in der Schweizer Uhrenindustrie hinterlassen hat. Besonders in der Schweizer Uhrenindustrie. Die Quarzkrise erstreckte sich von ca. 1970 bis 1985 und wurde losgetreten von Seiko. Seiko hat nämlich 1969 in der Seiko Astron ihr erstes Markt- und Massenmarkt taugliches Quarzwerk vorgestellt, was natürlich in puncto Präzision und Bauweise herkömmlichen mechanischen Schweizer Uhrwerken meilenweit überlegen war. So wurden Quarzwerke dann schnell als die Zukunft der Uhrenindustrie gehandelt und schon kurze Zeit später schwemmten Millionen günstige Quarzuhren aus Fernost auf die europäischen und westlichen Märkte und machten die Schweizer Uhrenindustrie in einem kurzen Zeitraum fast dem Erdboden gleich. Die Schweiz hatte das zwar alles schon kommen sehen, denn bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren die ersten Quarzuhren für beispielsweise Fabriken oder Großgeräte in Betrieb gegangen und in Betrieb genommen worden. Allerdings hat man ein bisschen verschlafen zu sehen, dass das auch das nächste Ding werden würde, was in Armbanduhren Einzug erhalten sollte. Und so stand man nun da, war unvorbereitet auf diese Flut an Quarzuhren, die da aus Japan wirklich über die Uhrenindustrie hinweg rollte und musste zusehen, wie nach und nach ein Traditionsbetrieb nach dem anderen Insolvenz anmelden musste, wie ein Traditionsbetrieb nach dem anderen dann auch seine Pforten zumindest für kurze Zeit und häufig auch für immer schließen musste. Noch im Jahre 1970, als die Quarzkrise losging, hatte der Schweizer Marktanteil in Sachen Uhren weltweit noch 50% betragen und der ist in den kommenden Jahren um sage und schreibe 2/3 zurückgegangen, was natürlich das Aus für viele Hersteller bedeuten musste. Interessanterweise spricht man bei der Quarzkrise eigentlich immer vom Effekt der Quarzuhren auf die Schweizer Uhrenindustrie, jedoch muss man fairerweise hervorheben, dass auch andere Hersteller aus anderen Ländern wie Deutschland, Frankreich oder auch den USA da dieser Flut nicht standhalten konnten. In den USA, die bis dato eigentlich sogar ein ganz renommiertes Uhrenland gewesen waren, überlebte lediglich die Marke Timex. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, ihr müsst wissen, dass es im Jahre 1970 bereits möglich war für Japan, Quarzuhren in Europa für unter 100 D-Mark, jetzt bezogen auf Deutschland, anzubieten.
Das hieß natürlich für die breite Masse, es war nicht mehr der Bedarf, mechanische Armbanduhren zu kaufen. Diese waren teurer, diese waren unpräziser und diese waren einfach auch nicht so modern, nicht so fortschrittlich. Die waren so ein bisschen angestaubt. Also sah da der Orthonormalverbraucher einfach keinen Nutzen drin, dass mehr Geld in die Hand genommen werden musste, um sich eine Uhr zu kaufen, die einfach mit einer Quarzuhr in so vielen Belangen nicht mithalten konnte. Das Ganze wurde noch forciert durch eine Wirtschaftskrise, welche sich zwischen 1973 und 1976 abspielte. Das betraf vor allen Dingen die westlichen Märkte. Japan war nicht so betroffen. Die japanische Währung, also der Yen, der war sehr, sehr stark. Und auch das machte das Ganze natürlich für Japan noch einfacher, in hoher Stückzahl Uhren zu produzieren und auf die weltweiten Märkte zu bringen. Und das dämpfte natürlich auch in Europa die Nachfrage nach teuren Schweizer Uhren. Und so wurde dann halt auch als weiterer Grund zur günstigen Variante aus Japan gegriffen. Das Ganze zeichnete sich zunächst als wirklich auswegslose Situation ab und die Schweiz und auch der Rest der Welt musste eigentlich dabei zusehen, wie dieses jahrhundertelange Traditionshandwerk wirklich dem Erdboden gleichgemacht wurde, wie ein Betrieb nach dem anderen eingestampft wurde, wie ein Traditionshersteller nach dem anderen Insolvenz anmelden musste. Und das tat wirklich weh. Und wenn man sich heute mal umhört, wird wirklich die Quarzkrise als das dunkelste Kapitel der Uhrmachertradition, vor allen Dingen der Schweizer Uhrmachertradition, beschrieben. Aber wie ihr euch denken könnt, wir befinden uns im Jahre 2021. Es gibt sie noch, die mechanischen Armbanduhren. Also muss es ja irgendwo Rettung gegeben haben. Und auf diesen Aspekt, was die Rettung der Schweiz aus der Quarzkrise möglich gemacht hat, möchte ich jetzt gerne mit euch eingehen. Und zwar ist es wichtig im Auge zu behalten, dass es nicht eine alleinige Rettung gab, sondern diese Rettung war ein Prozess und viele Protagonisten spielten da eine wichtige Rolle. Ich möchte auf drei wichtige eingehen und das sind Gérard Genta. Ihr kennt ihn schon aus dem letzten Sekundenstopp und der letzten Sprechstunde. Falls nicht, schaut es euch unbedingt an. Sehr, sehr wissenswert, ein sehr, sehr spannender Charakter. Jean-Claude Biver und Nicolas Hayek. Auch über den habe ich in einem meiner letzten Sekundenstopps bereits geschrieben, gebe euch jetzt aber hier nochmal einen kleinen Überblick über alle drei. Gérard Genta war ein Schweizer Uhrendesigner, der für viele Marken, darunter IWC, Omega, aber auch Audemars Piguet, Patek Philippe, Hamilton und noch einige mehr Uhren designt hat, die einschlägig waren, die polarisierten und die vor allen Dingen ganz anders waren als alles, was man bisher an Armbanduhren in der Schweiz gekannt hatte. So trug es sich zu, dass er Mitte der 1970er Jahre zu Audemars Piguet stieß und beauftragt wurde, eine Uhr zu designen, die die Schweiz und vor allen Dingen halt Audemars Piguet in dieser speziellen Situation aus der Quarzkrise befreien konnte. Und da ging er hin, der Gérard Genta, und designte die Royal Oak. Es war eine Sportuhr. Sie war aus Edelstahl. Sie war grob, sie war polarisierend, sie war kantig, sie war industriell und wie ich bereits gesagt habe, komplett 180 Grad Kehrtwende, das Gegenteil von all dem, was man bis dahin geschätzt hatte. Und der Clou kommt noch, sie sollte mehr Geld kosten als fein gearbeitete Uhren aus Edelmetall. Das war natürlich zuerst eine Sache der Ungeheuerlichkeit, ist aber genau eingeschlagen und hat genau den Nerv getroffen, den sich Audemars Piguet erhofft hatte zu treffen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten wurden die Leute nach und nach auf diese Uhr aufmerksam und haben Gefallen daran gefunden, für ein wirkliches Luxusobjekt, was rein vom materiellen Wert deutlich unter den herkömmlichen Zeitmessern aus Edelmetall lag, trotzdem mehr Geld zu bezahlen. Es war eine neue Art von Statussymbol, die da von Gérard Genta in Zusammenarbeit mit Audemars Piguet geschaffen worden war. In Folge sprangen auch immer wieder andere Marken auf diesen Zug der groben industriellen Sportstahluhr auf und konnten immer mehr Aufmerksamkeit für Schweizer Luxusuhren generieren, die in den vorhergegangenen Jahren durch die Quarzkrise verloren gegangen war. Ungefähr in denselben Zeitraum fällt die Geschichte von Nicolas Hayek. Hayek ist euch vielleicht schon mal untergekommen, der Name, denn Nick Hayek, der Sohn von Nicolas Hayek, ist heute Chef der Swatch Group. Bereits 1957 hatte sich Nicolas Hayek, der Sohn libanesischer Einwanderer, in der Schweiz einen Lebenstraum erfüllt und hatte seine eigene Unternehmensberatung gegründet. Diese konnte zunächst ausländische Klienten akquirieren, jedoch in den Jahren 1980 und 1982 auch zwei sehr wichtige Schweizer Kunden gewinnen, und zwar die SSIH und die ASUAG. Bei der SSIH handelte es sich um einen bereits bestehenden Zusammenschluss verschiedener Uhrenhersteller. Bei der ASUAG handelte es sich um einen Hersteller von Uhrenteilen und Uhrwerken. Im Angesicht der Quarzkrise empfahl Nicolas Hayek also die Fusion der beiden Unternehmen und eine einheitliche Namensfindung, nämlich
SMH. Die SMH wurde übrigens im Jahre 1998 zur Swatch Group. Sobald diese Fusion über die Bühne gegangen war, in die Hayek aus Überzeugung übrigens auch große Anteile seines privaten Vermögens investierte, machte er sich schnell daran, die Produktion von mechanischen Zeitmessern wieder anzukurbeln, weil er Vertrauen in das Schweizer Traditionshandwerk hatte. Auch wagte er aber einen neuen, bis dato nie dagewesenen Schritt und lancierte die Marke Swatch. Swatch stellte nun Plastikarmbanduhren aus lediglich 51 Teilen her. Diese konnten sehr, sehr schnell produziert werden in hoher Stückzahl und stellten ein direktes Konkurrenzprodukt zu den Quarzuhren aus Japan, aber eben made in Switzerland dar. Aufgrund des einschlägigen Erfolgs der Swatch-Uhren konnte Hayek sehr, sehr viele andere Marken für die Swatch Group gewinnen und sie unter einem gemeinsamen Dach vereinen. Dazu zählten Omega, Tissot, Blancpain, aber auch die Kinderuhrenmarke Flic Flac und viele weitere, wie beispielsweise auch Rado oder Certina. Und so hatte die Schweiz im Jahre 1994, also 4 Jahre bevor sich die SMH offiziell in Swatch Group umbenannte, wieder einen weltweiten Marktanteil von über 50%, um genau zu sein 53%, erreichen können. Wo wir eben schon von Blancpain gesprochen haben, gilt es jetzt hier Jean-Claude Biver zu benennen. Heute ja bekannt als präsentes Gesicht der LVMH-Gruppe, kaufte er damals alle Rechte an Blancpain und trat somit dem Hayek-Team der SMH bei. Er schaffte es also mit pfiffigen Marketingkonzepten zunächst Blancpain und später auch Zenith aus der Schieflage wieder herauszumanövrieren. Jean-Claude Biver gilt übrigens auch als der Wegbereiter und Begründer des proaktiven, vor allen Dingen digitalen Marketings in der Uhrenindustrie und hat dafür gesorgt, dass sich auch heute noch viele Uhrenhersteller wirklich präsent auf dem digitalen Markt zeigen. Man könnte also sagen, Jean-Claude Biver hat digitales Marketing in der Uhrenindustrie maßgeblich vorangetrieben. So hatte sich also die Schweizer und die weltweite mechanische Uhrenindustrie wieder gefangen und im Jahre 2012 war es sogar erstmals in der ganzen Geschichte überhaupt so weit, dass der prozentuale Wertanteil der verkauften mechanischen und automatischen Armbanduhren den der Quarzuhren geschlagen hatte. Und heute, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und ihr nicht da, sind Schweizer Luxusuhren, deutsche Luxusuhren, amerikanische Luxusuhren, japanische Luxusuhren, alle Luxusuhren, egal ob mechanisch, automatisch, Handaufzug oder auch Quarz, in aller Munde, beliebt wie nie zuvor und können aktuell und hoffentlich auch weiterhin sehr lange friedlich nebeneinander koexistieren. Ich hoffe, das Ganze konnte so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ihr seid ein bisschen schlauer geworden, denn die Quarzkrise ist wirklich was, das hat die Uhrenindustrie geprägt. Und für mein Befinden ein Kapitel, über das man Bescheid wissen sollte. Ich hoffe, ich konnte meinen Teil dazu ein bisschen beitragen und da ein klein bisschen für Erleuchtung sorgen. In der nächsten Kategorie geht es um unseren Altair Weekend Wristshot. Unter dem Hashtag Altair Weekend Wristshot könnt ihr nämlich eure Uhrensammlung uns und der ganzen Community präsentieren. Ihr habt die Möglichkeit, unter diesem Hashtag auf Instagram Fotos zu posten. Wir werden uns alle anschauen, versprochen. Es werden immer mehr, aber bisweilen kommen wir noch gut hinterher mit starker Teamleistung. Und die coolsten Bilder suche ich mir dann raus, entscheide zwischen denen, welche es in den Sekundenstopp schaffen und alle anderen Bilder reposten wir selbstverständlich auf unserem Instagram-Kanal, sodass garantiert kein Bild umsonst ist. Der Wristshot dieser Ausgabe kommt von Benjamin auf Instagram Ben84. Und zwar präsentiert er uns seine Omega Seamaster Diver 300 Meter Professional an einem neu erworbenen blauen Kautschukband, was wirklich sehr, sehr gut daran passt. Und ich finde diesen Schuss einfach fantastisch. Er hat eine klasse Lichtreflexion, er hat die Tiefe und die Dreidimensionalität und die Plastizität dieses Zifferblattes wirklich gut eingefangen. Und der Schuss spiegelt einfach wahnsinnig gut den Charakter und die tollen Eigenschaften der Omega Seamaster wieder. Danke also Benjamin für das tolle Foto. Bleibt dran, halt uns gerne auf dem Laufenden und auch alle anderen. Ich ermutige euch hier nochmal, macht unbedingt mit. Schickt uns eure Fotos, wir sind wahnsinnig gespannt darauf zu sehen, was ihr am Arm tragt. Und wer weiß, vielleicht landet ihr ja über kurz oder lang auch hier bei mir in der Altair-Sprechstunde. Als Empfehlung der Woche unserer nächsten Rubrik habe ich diesmal 2 Beiträge für euch dabei, die auch ich selber geschrieben habe, und zwar für unsere Website, für unseren Blog. Und zwar geht es um Rado. Rado hatte ich ja eben schon als Teil der Swatch Group erwähnt. Auch ein wirklich klasse Hersteller, der sich als Master of Materials einen Namen gemacht hat. Und ich empfehle euch da unbedingt mal in die Artikel reinzulesen. Ich verlinke die euch natürlich selbstverständlich unten in der Videobeschreibung.
Und Rado ist eine Marke, die man in den kommenden Monaten unbedingt im Auge behalten sollte, denn ich habe mir sagen lassen, da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ihr hattet Spaß. Kommentiert fleißig unten. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir können ja immer so ein bisschen die Statistiken im Auge behalten. Und ja, wir sehen, dass sehr, sehr viele unserer Zuschauer noch gar nicht abonniert sind. Jedes Abo hilft uns natürlich, unseren Kanal wachsen zu lassen, unseren Content auszuweiten. Und wenn ihr da Interesse daran habt, wenn ihr Spaß habt an unseren Videos, dann lasst uns doch ein Like da, abonniert den Kanal. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen von euch, der zuguckt, ob mit oder ohne Abo, selbstverständlich. Falls ihr Lust habt, auch immer schon montags die heißesten News in euer Postfach zu bekommen, tragt euch unbedingt unten in der Videobeschreibung in die Liste ein. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ja, und da bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut, haut rein, euer Severin.